Hallo Freunde, heute möchte ich euch meine Top 4 Android-Apps vorschlagen. Ja, also ich werde die einfach bewerten und sagen, was ich davon halte. Als erstes hätten wir TV-Spielfilm. TV-Spielfilm gibt es im Market umsonst. Gibt er einen TV-Spielfilm und ja, das sind ungefähr 3 bis 5 MB. Und ja. Also hier hätten wir die App einmal. Hier hätten wir eine Programmübersicht, was heute so im Fernsehen läuft. Und wenn man mal auf einen Film oder eine Sendung raufdrückt, dann sieht ihr ein paar Informationen über diesen Film. Wie ihr da sieht, Beverly Hills Cop. Dann könnt ihr noch Bilder angucken und wie ihr hier seht, da. Und ja, da stehen auch noch Bewertungen und Top-Film des Tages. Und ihr könnt auch noch gucken, was heute Abend läuft. Da oben bei dem Knopf 20:15 Uhr oder 22 Uhr. Ja. Und auch noch andere Zeiten, so 0 Uhr, 1 Uhr und sowas. So. Als nächste App hätte ich die App Clipfish. Clipfish ist eine sehr geile App. Sie ist sehr klein, hat nur 600 KB. Das ist klasse für diese App. Gibt es umsonst. Und hier hätten wir diese App. Also da könnt ihr aus den verschiedensten Sendungen, Musiksendungen, wie zum Beispiel X-Factor, noch Clipfish Music oder Supertalent und so weiter und so fort gucken. Und die Videos laufen auch flüssig. Ich glaube, es ist sogar HD-Auflösung und die Videos werden sehr schnell geladen. Ich bin hier mit HSDPA im Netz und hier könnt ihr sehen, wie schnell das Video ladet. Und schon ist es fertig. Ja, wie ihr seht, es hat eine tolle Grafik, sehr geil. Und ihr könnt auch noch eine Sendung als Favorit, also einen Clip als Favorit hinzufügen. Da, wie ihr seht. Und dann könnt ihr noch Clips suchen. Ja, das war's eigentlich schon mit dieser App. Und so, als nächstes möchte ich euch die App Akku zeigen. Eine Akku-App, was soll man dazu sagen? Sie ist sehr übersichtlich, kann man nicht viel zu sagen. Da sieht ihr das Batterieanzeige. Durch den Knopf da unten Benachrichtigungen könnt ihr entscheiden, ob ihr das die Akkuanzeige in der Statusleiste haben möchtet oder nicht. Hier seht ihr noch die Temperatur des Akkus und so weiter und so fort. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Als nächstes haben wir das AH-Wetter. Sehr geile App, gibt es auch als Widget. Das ist auch ein Widget. Und ja, hier haben wir die App. Ist in Deutsch, kann man auch in Englisch machen. Und viele weitere Sprachen. Und ja, ich finde, das ist die beste Wetter-App, die es auf diesem Market gibt. Ihr könnt die nächsten 4 Tage Übersicht haben und ja, ist sehr praktisch. Jetzt zeige ich euch das nochmal als Widget. Einstellungen gibt es natürlich auch. Hier Einheit, Temperatur und so weiter und so fort. Das Widget, das hätten wir dann hier auf meinem Home Display. Sehr übersichtlich, wie ihr seht. Wie ihr seht, sorry. Und ja, das war's dann eigentlich schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, dann bis zum nächsten Mal.